Hanna, was hat das alles mit dir gemacht? Diese Jahrzehnte in der eiskalten Brandung, in den Wellen des Hasses. Tenja, einem Dörfchen im Tessin, versuchen wir heute, Hannah Arendt besser zu verstehen. Sie zählt zu den bedeutenden politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Berühmt wurde sie auch durch die sogenannte Eichmann-Kontroverse. In ihren späten Lebensjahren suchte sie wiederholt das verschlafene Dörfchen Tenja auf. Hildegard Keller hat Hannah Arendt dabei begleitet, in Gedanken. Für den Roman »Was wir scheinen« hat sie dabei jahrelang recherchiert. Liebe Hildegard, was hat Hannah Arendt hierher geführt? Der Wunsch nach Ruhe, nach Abgeschiedenheit. In diesem kleinen Dörfchen findet sie niemand. Aber natürlich war sie keine ganz übliche Touristin. Ja, und was war sie dann? Sie arbeitet und erinnert sich an das Buch ihres ganzen Werks, das ihr am meisten Schwierigkeiten bereitet hat. Es ist das Buch über den Prozess gegen Adolf Eichmann, der 1961 war. Weil da hat sie ganz Schweres erlebt, über Jahre hinweg. Sie war ausgesetzt in der Weltöffentlichkeit ganz großem Hass. Eine für sie sicher sehr, sehr schwierige Situation. 1961 wird der deutsche SS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann bei einem öffentlichen Prozess in Jerusalem zum Tode verurteilt. Arendt ist als Gerichtsreporterin dabei und kommt zu einer unerwarteten Erkenntnis. Ja, viele waren schockiert über die Beobachtungen, die Hannah Arendt über Adolf Eichmann aufstellte. Sie scheint auch selbst über diese Beobachtungen schockiert zu sein, über ihre eigenen Erkenntnisse. Was waren das eigentlich für Beobachtungen? Das Schockierende daran hängt auch zusammen mit dem, was in der Öffentlichkeit aufgebaut worden war, nämlich das Bild eines Monsters. Hier werdet ihr es sehen, zum ersten Mal vor der Weltkamera. Leider konnte Adolf Eichmann nicht mit so einem Profil, mit so einer Statur aufwarten. Mit kaum einer eigenen Sprache, kaum einem eigenen Denken, keiner wirklichen Absicht, keiner wirklich erkennbaren Ideologisierung. Und sie gehörte zu den wenigen, die das ausgesprochen hat, dargelegt hat in einem wunderbaren Psychogramm von Adolf Eichmann und war natürlich heiklerweise die einzige Jüdin, die das gemacht hat. Die Stimmung am Eichmann-Prozess ist aufgeheizt. Der Kriegsverbrecher wird beflucht, bedroht, verteufelt. Zu Recht. Nach dem Prozess scheint ein Teil der Wut auf Hannah Arendt überzuschwappen. Denn bei ihrer Suche nach Adolf Eichmann findet sie kein extremistisches Monster, sondern einen Menschen. Einen Menschen von empörender Dummheit zwar, wie sie sagt, aber trotzdem einen Menschen. Sie nennt das die Banalität des Bösen. Das ist eine Frage der Empathie. Ja, ja, genau. Wo ist das Menschliche? Wo ist der Mensch? Auch bei Adolf Eichmann, wo ist der Mensch im Monster? Ich habe hier zu lange geforscht und plötzlich gemerkt, dass das nicht nur ihr Kernthema in diesem Buch ist, sondern dass ihr selber auch sehr viel daran gelegen ist, an Menschen nicht einfach mit Huldigung oder Verdammung oder Verteufelung zu sehen, sondern als Menschen. Und daraus habe ich dann meinen Schlüssel gemacht für den Roman, weil ich gefragt habe, Hannah, was hat das alles mit dir gemacht, diese Jahrzehnte in der eiskalten Brandung, in den Wellen des Hasses? Und im Rahmen dieser Recherche für den Roman habe ich auch gemerkt, dass etwas in ihr verstummt ist, was eigentlich gar niemand gekannt hat. Deshalb suchte auch niemand danach. Nämlich die Fähigkeit, Gedichte zu schreiben. In der Matscherschlucht bei Ponte Brolla verbringt eine sich alt fühlende Hannah Arendt den letzten Sommer ihres Lebens. In gewisser Weise wirkt es so, als würde ihr die Zeit nicht weitergelaufen sein. Es ist alles so da, es ist alles so steinig. Ist das das, was Hannah Arendt angezogen hat? Die Nichtvergänglichkeit?
Das ist ein sehr schöner Gedanke, Mila. Das ist ein toller Gedanke. Aber ich glaube echt, sie hat viel pragmatischer gedacht. Echt? Das war abgeschieden. Sie sagte auch, hier findet mich niemand. Sie wollte nicht mehr gefunden werden. Wer hätte sie gesucht? Die Welt, die Öffentlichkeit. Sie war durch diese Eichmann-Kontroverse weltberühmt geworden und berüchtigt auch. Sie sagte schon 1955, also 20 Jahre vor diesem letzten Sommer, schreibt sie, kein Erfolg der Welt könnte mich versöhnen mit dem Schrecken, in der Öffentlichkeit stehen zu müssen. Da war sie noch gar nicht wirklich in der Öffentlichkeit. Das schrieb sie damals und es ist 20 Jahre umso wahrer, als sie mittlerweile den Schrecken dieser Öffentlichkeit wirklich erlebt hat. Und ich glaube, sie liebte das Gefühl auch, hier findet mich niemand mehr und ich kann mich auch einmal meinen Themen zuwenden. Sie ist zurückgekehrt zu ihren alten, allerersten Themen, augustinischen Themen. The life of the mind. Was macht den Menschen aus? Das Innere des Menschen. Auch die Seele. Große Verbindungen sind kosmische. Sein Wille. Liebe, Welt, ja. Sein Wille, die Urteilskraft und so weiter. Und das war indirekt, jedenfalls sagt sie so, indirekt auch eine Folge der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit Menschen wie Eichmann. Und dazu, da kehrt sie hierher zurück. Sie bringt das Buch nicht ganz fertig. Sie arbeitet jetzt daran. 1975 ist Arendt zum letzten Mal in Kenia. Noch im selben Jahr stirbt sie. Ihre Gedanken, ihre Geschichten, ihre Gedichte bleiben. Eins davon geht so. Ich liebe die Erde, so wie auf der Reise den fremden Ort und anders nicht. So spinnt das Leben mich an seinem Faden leise ins nie gekannte Muster fort. Bis plötzlich, wie der Abschied auf der Reise, die große Stille in den Rahmen bricht. Wenn ihr mehr über Hannah Arendt erfahren möchtet, hier geht es zu einem Gespräch mit Eva von Redeker. Und wenn ihr einen weiteren Denkort kennenlernen möchtet, hier könnt ihr sehen, was Arendts Liebhaber Martin Heidegger in Davos veranstaltete.